So, dann sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ich bin der Tovarok, mit dabei ist die Tana. Hallo. Und der Kuga. Hi, hi. Und wir sind auf dem Weg. Oh, da ist gleich jemand, der Streit sucht. Vor dir, Kuga. In die Stadt. Für, weil wegen. Ja, wir komm, haben ja. Zeig mal, was die Knarre kann. Ich höre es ja. Wir haben was zum Streiten. Wir haben Argumente. Wir haben Argumente. Wir wollen das mal testen. Müsste jetzt sowieso der Loot wieder da sein nach der ganzen Zeit? Da hinten laufen sie. Wo laufen sie denn? Nee, wir haben quasi auf Nicht-Respawn, glaube ich, gemacht, ne? 30 Tage. Aber hier war noch ein Vogelnest, was nicht geplündert rechts war. Rechts ist eine Perle, rechts, rechts. Oh, geradeaus sind 3 Stück. Oh, guck mal. Der Dicke. Boah. Hi, Fabi. Oh. So, wir von rechts. So, hier. Oh. Ja, ich nehme die links. Ich will auch mal was machen. Ich habe mal den Schrotze fallen lassen. Vor Schreck. Sag. Oh, du Schande. Taucht zwar nicht viel, aber... Aber... Guck sie dir an hier. So war hinter dir, ich da zieh dich mal drauf, pass auf. Boah! Jetzt aber hättest du einfach nur stehen bleiben müssen. Super, das macht schon Spaß, sag, das Ganze hier. Komm, Mutti. Und man trifft auf jeden Fall, das finde ich schon mal super. Solange du nicht noch ist. Genau zielen, aber nur circa. Das macht Spaß. Oh, ja, Schrotze macht einfach Spaß, aber Crossbow macht irgendwie mehr Schaden. Ja, das stimmt. Ja, der ist ja höher, glaube ich, ne? Alter, ja. Du hast mich erwischt. Warum ist das Herz heißt schlechtes, ne? Ja, das heißt, du blutest. Bring mir hin. Alter. Ich hab den Kopf mal abgemacht. Ja, danke. Blöder Hund, der Elender. Aber wie gesagt, das macht schon Laune. Das macht echt Laune. Ich hab noch ein paar Patrosenhülsen voll. Gleich. Das macht schon Spaß. Oh, das ist herrlich. Stehen ein paar Köter vor euch, wa? Oh, ja. Nicht unbedingt. Hier ist ja die Tür ganz offen. Ja, ja, die haben sich hier reingebuddelt. haben wir alle Hütten eigentlich durch? Nee, ich glaube ganz hinten waren noch welche frei. Die haben wir durch hier auf jeden die Fall. Die haben wir durch, ja. Ich glaube weiter hinten war. Okay. Ein Hirsch, gerade! Da, nimm ihn dir! Komm her, du Schweinhund! Ich bin so mal hinter dem Hirsch herrennt, ey. Alter. Ist das herrlich. Oh, hier bist du noch einer. Ja, ja. Verballern nicht alles. Nee, okay. So. Ein Schuss hab ich noch. Erstmal lockt er ja. Verballern nicht alles. Nee, okay, ein Schuss hab ich noch. für den Spaß, weißt du? So. So, jetzt lass uns hier mal aufräumen, nachdem du hier alles angelockt hast. Oh. Noch einmal mehr, komm. Oh. Au. Lauf, mein Freund, lauf, komm. Warte. Ich war zu langsam, ich war einfach zu langsam. Hast hier aber auch echt so. Die ganze Nachbarschaft zusammengeprügelt, wa? Ja. Oh, ich hab Silber gefunden. Silber? Ja. Komm mal lieber von deinem Schrottplatz runter und... Habt ihr Probleme? Oh ja, habt ihr. Nein, wir haben Freunde. Also. Wir haben Besuch auf jeden Fall ein bisschen. Ey, wer schießt denn auf mich? Ja, du bist was? Ja... Hab ich dich getroffen, den, ne? Nee, oh. Aber der ging haarscharf an mir vorbei. Ach. Komm, lass doch mal den Kopf hier oben. Zack. Steh noch mal auf, gut, der kriegt noch mal. So, jetzt kriegt er noch mal den Bauch. Was hast du dabei? Jammelbrot. Jammelbrot. Und eine Armschiene, eine Beinschiene für mich.
Ja, ist immer gut, wenn Armschienen für Zora dabei sind. Ach, guck mal, da kommt denn, da ist noch einer. Hallo, Junge. Hast du schon durch hin? Ja. Ah, da krabbelt auch einer, guck mal. Ja, ich nehme eine Krabbler. Ah, hier, wie gesagt, die sind so viele Hütten, die wir noch gar nicht durchgesucht haben, ne? Nee. Wäre vielleicht ganz gut, aber... Da ist ein Sau-Zober! Ich seh schon, bei dir. Komm her. Verfang dich doch mal irgendwo, bitte. Hier waren wir, glaube ich, auch schon drin. Hier ist offen. Oh, Mist. Waren wir hier in dem Haus schon drin? Das sieht noch so unbenutzt aus hier, wo du gerade bist. Jetzt aber. Och, Mensch. Nee, der Briefkasten ist hier, ja, aber... So. Waren wir in dem Haus schon? Oh. Au, hört sich nicht gut an. Wo? Kommen die raus? Nee, ne? Ach, die sind in einem Haus da drüben. Wo? Ah, ne, hinterm Haus rennt was. Ach, da läuft einer. Da ist jemand. Da ist einer. Einer ist im Haus und einer ist. Und zwei sind links. Oh, das ging daneben. Pass mal auf. Ich glaube, die Häuser hier haben wir auch noch nicht. Mutti! Och Mist. Oh, der ging nicht. Oh, Mutti, hau ab! Dann wollen wir doch mal die Tür öffnen. Jetzt kommen da zwei Stück von links und der lässt mich hier alleine. Alter! Oh, hallo Mutti. Ja. Ja, von außen kommt Anna. Alter, hier ist ja richtig was los. Und Vogelnest. Ach genau, das hier ist das Haus, wo der Airdrop, glaube ich, war, oder? Nee. Nee, doch nicht. Airdrop? Huch, der lebt ja noch. Es lebt noch. Ja, es lebt noch. Es lebt noch. Nee, ups. Es lebt noch. Durchsuchen neu. Da ist noch eine Mutti. Sag mal, wo kommen denn die ganzen Mamas hierher? So war. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich glaube, die sind jetzt aber gerade hinter dir her, weil du Fleisch in der Tasche hast. Ja, die können wahrscheinlich auch. Eine kommt ins Haus oder will ins Haus. Die dreht hier. Nichts. Na, komm her. Komm. Ach, ich lieb das ja. Ich mag Besuch. Du hast Besuch im Haus. Ich sehe schon, ja. Komm nochmal her. Oi. Das war aber wirklich knapp, Freunde. Das war wirklich knapp. Oh. Komm, lad nach, komm schon. Ich würde sagen, wie viel braucht der denn hier? So. Nein, das kann auch nicht wahr sein. Das ist nicht dein Ernst. Ins nächste Haus wieder. Oh Gott. Mal kurz Nervenkitzel ein bisschen. So. Nervenkitzel ein bisschen? Ja, hier ist noch eine Tasche. Au! Oh, das hält sich schlecht an. Blöde Kuh. Ich hab ne Sonnenbrille. So, lass mal gucken, was haben wir hier drin? Klamotten. Erste-Hilfe-Schrank, haben wir was? Natürlich nicht. Ein Klo. Wo kommt denn alle her? Die haben dich alle gehört gerade. Ich fürchte auch. So, hier ist ein Türchen. So, gehen wir müssen mal nach oben. Gucken, was hier so los ist. So. Was hast du dabei? Gläschen. Und ein bisschen Müll. Ein bisschen Müll. Und hier ist noch ein bisschen was zum Lesen. Mit Papier. Papier ist ja gut. Jo. Essen. Papier ist immer gut. Genau. Oh, schon wieder eine Schiene für Zora. Oh, danke. Ganz wichtig. Ja. Müsst ihr gucken, dass es dir gut geht, ne? Ja, das ist doch super. Ach. Ja, nee, ich bin hier einfach zu blöd, drei Blöcke weit zu springen. Aha. Oh, hier sind. Jetzt habe ich es geschafft. Hier sind Röckchen, wenn einer möchte. Röckchen? Röckchen.
Ach, hast du gleich die Tür verbarrikadiert? Na? Ja, ich mach da immer gleich das Ding rein. Ich wollte mal jetzt hier drüben nochmal schauen. 10.50 Uhr, also ist noch alles früh am Tag. Da ist ein Hirsch. Aber du könntest, glaube ich, warte mal. Zucker, kommst du in mein Haus? Da ist ein, da ist ein Safe. Ein Safe. A Safe. Und wenn du dann unten bist, kannst du gleich Dröckchen mitnehmen. Aha, oder scrappen. Gut. Das hört sich irgendwie falsch an. Jetzt Stone hat gestern, hat Samstag auch ein rosa Röckchen getragen. So, folge dem Pochen, Zora. Ja, das habe ich mir schon fast so gedacht. So wie der Zombie, der, den ich jetzt gerade höre. Oh, das geht aber schnell mit der neuen Picke. Weil du musst ja da reingucken. Zora ist ja dein... Der guckt dir das an. Oh, ich bin schon wieder sowas von voll. Ja, ich auch. Bitteschön, mal rein. Ich schau mal. Ein Jagdgewehrschaft. Ja. Ich glaube, die machen gerade unsere Mauer da unten Platz. Ja, tolle Sachen, aber ich habe keinen Platz. Nee, den Jagdgewehrschaft, den möchte ich aber mithaben. Ich muss mal eben was wegschmeißen. Nehmen. Ich muss mal eben was wegschmeißen. Kacke haben wir zu Hause, ne? Ja. Ja, Gewehr, Verschlussgehäuse, Pistolenteile. Ah, das ist nicht so das Wahre. Oh, hier ist ja schon wieder eine ganze Batterie, Freunde. Zur Not. Warte, ich muss mein Holz mal eben. Jetzt, warte mal, war hier noch was? Unten waren noch Klamotten. Und in der Küche war ich noch nicht, weil der Kühlschrank die Tür versperrt. Wenn du eben mit mir rein möchtest. Weil wir, aber wir haben besiegt, glaube ich. Ah, nee, sie ist draußen. Oder? Ich guck, glaube ich, durch die Hintertür. Durch die Hintertür. Also mal gucken, ob ich hier die Wand eingeschlagen bekomme. Ach so, ja. Die buddelt sich gerade durch die Hintertür. Ach so, gut. So. Also wenn ihr Zombies wollt, ich hätte da so 3 bis 30. Ach, kannst auch gerne behalten. Also ist nicht so, dass wir hier nichts haben. Okay. Ein Rucksäckle. Was haben wir da drin? Ein langer Schrotgewehrlauf. Oh. Ja, ansonsten hast du Gläser oder sowas, was ich aufnehmen kann? Ich habe noch 6 Gläser hier, ja. Ja, dann gib mir die doch. Ups, ja. Dann leg die irgendwo rein, dann nehme ich die. Schmeiß ich die hier in den Ofen. Zack. Jawohl. Hi. Hi. Ich sag hi, hörst du? Hi. Ich höre. Hi. Und raus hier. So. Wollen wir mal ins Große gegenüber gehen? Oder erstmal. Oh, 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 oh. Airdrops. Jups, wo ist er? Keiner hat Platz in der Tasche. Da ist er. Die Richtung. Was? Wie weit ist es weg? Gar nicht so weit. Oh, ist geil. Das ist bei uns. Ja, aber lass uns erstmal hier die Muschi hier vorne machen. Da. Was? Na gut, die hat's. So, meine Tasche ist eh leer. Tür. Meine Tasche ist voll. Ja, meine ich ja. Meine da vorne, ja. Ja. Ich lauf mal Richtung Airdrops. Ja, komm, lass uns mal nach Hause. Ich kann eh nichts mehr tragen. Hier ist noch ein Vogelnestle. Kann ich wenigstens noch ein bisschen, Material oder so mitnehmen. Hab ich noch ein bisschen... Kuga, wo bist du? Ja, hier in der Stadt, ich diskutiere. Du diskutierst? Also wir gehen nach Hause, ja? Wegen dem Airdrop? Ich komm sofort nach. Du diskutierst. Er diskutiert. Hast du denn wesentlich besseren Argumente? Weiß er scheinbar. Nicht. Naja, scheinbar. Ich würde jetzt mal sagen, die Argumente standen 20 zu 0. 20 zu 0. Ja, gut. Also 20 liegen und ich stehe. Also 20-1. Ja, oder so. Du hattest das bessere Argument. Ja. Mal so sagen.
Oh. Hast du wieder gekuschelt mit dem? Na, fast. Also, ja, klar. Das war überhaupt schon klar. Ja, ja. Jetzt bist du mal reingegangen. Natürlich. Oh, der ist auf der anderen Seite. Aber ich würde vorher die Tasche leer machen. Ich will erstmal die Tasche leer machen. Genau, das ist mein Gedanke. Ich wollte gerade sagen, der rennt und rennt und rennt und. So. Zack. Na, komm her. So viel Krempel in der Tasche. Ich habe übrigens noch eine Fliegerbrille gefunden, Tora, falls du eine möchtest. Eine Fliegerbrille? Ja. Pack ich so, mal in Papier. Den... Papier, da ist das Jagdgewehr auf. Zack, zack. So, so. Da kommt das hin. Hier kommt, ich habe Honig, noch ein Hundefutter, Erbsen. Oh, da sind noch drei. Wo sind noch drei? Ja, hier auf der Straße. Auch hier. Da ist bestimmt noch mehr. So, und? Ich mal die so, ja. Schmeiß ich mal da rein. Das schmeiß ich auch mal da rein. Und das muss ich noch mitnehmen. So, ich will mal gucken. Das muss ich benutzen. Gehst du alleine? Ich laufe mal rüber, ja. Gut. Ich glaube, das blöde Ding ist, glaube ich, auch im Wasser drin. Klar, im Wasser natürlich. Wo sonst? Wäre doch sonst zu einfach. Ja, aber auf jeden Fall direkt bei uns vor der Hütte. Ich meine, das ist schon mal. Hast du eigentlich irgendwo den Hammer? Ach, da hat er den hingelegt. Da. So. Ist nicht zu übersehen. Was, der Airdrop? Ja, der ist nicht zu übersehen. Wenn er auf dem Meeresgrund liegt. Den kriegst du doch auch noch dann. Ja. Ich tauche. Dann tauch du. Das nehme ich doch mit. Vorschlaghammer. Oh, ist das Rezept? Ja. Oh, bring mir mit. Bring mit. Den so. Hoffe ich schon. Diesen Eisvorschlaghammer, ne? Munition. Blaupause, Vorschlaghammer. Ja, mitbringen. Raketenwerferteile. Du kriegst den Raketenwerfer, ich krieg den Hammer. Klar. Was mach ich denn jetzt hier? Ich hätte gerne den Schädelknacker. Genau, bringen wir wieder zurück. Also, nee, lager ich mal ein. Ja. Ich bin gerade schon wieder Holz am Farm. So, ups. Ganz stürmisch hier reingerannt. So. Was bedeutet Raketenwerferteile. Haben wir noch mehr Teile für Raketenwerfer? Nee, ne? Schade. Ein paar Teile waren im Schrank. Musst du mal gucken. Ach da, Raketenwerferlauf. Das nehme ich mal mit. Mal schauen. Scharfschuss. Alter Schwede, das wäre doch noch was. Ach, da ist eine Missy. Was machst du mal, hier an unserem Haus? Ich will mal gucken, was. Zerlegen, reparieren, zusammensetzen. Hallo, zack, brauchen wir da. Ach Gott. Raketenwerfer schafft, fehlt uns noch. Schön, ein Schuss und sie liegt. Ach, schön. Essen und Munition hat sie dabei. Das lobe ich mir. Ein Raketenwerfer-Verschlussgehäuse fehlt uns noch und ein Raketenwerfer schafft, fehlt uns. Doof, halb fertig. Ja, wie gesagt, wir haben ja in der Stadt noch einiges zu looten. Wir haben ja noch gar nicht alle Häuser durch. Nee. Wenn wir Glück haben, finden wir kompletten. Freunde, wie groß waren die Sachen eigentlich? Da wollte ich mal schauen. Ja, ich muss nach Hause, ich kann noch nicht mal mehr die Zombies tun. 14. Ich hab schon angefangen, Getränke wegzuwerfen. Oh je. Das wäre doch. Verlegen, sammeln. Das Teil nehmen wir raus. Hup. Und das Ding hoch. Schließen. So. Da hinten ist noch ein Zombie. Zusammensetzen. So. Ich kann hier ein bisschen besser machen, das Teil. So. Und das Ding ist auch besser, ne? Nein. 75, 33. So. Kann ich aber nicht verbessern, ne? Was?
kann ich nicht reparieren. Was kannst du nicht reparieren? Was nicht einfach Material in diesem Gegenstand zu reparieren. Was brauche ich denn dafür? Zum Reparieren. Der redet wieder mit ganz, ganz nicht alleine, ne? Ja. Ja, ich weiß es auch gerade nicht. Die Teile, wenn ich Teile reparieren will. Definiere Teile. Ich muss ein Reparaturkit haben, ja. Ah, Waffe, okay. Reparaturkit. Okay, Munitionswaffen. Reparaturkit. Was brauche ich denn dafür? Haben wir doch alles. Kleberstoff. Ja, boah, haben wir doch. Das haben wir doch irgendwo. Den Stoff habe ich gerade auch wieder im Schrank gelegt. Ansonsten scrapst du einfach mal die grauen Teile. So. Tada! Schon wieder irgendwas gewonnen. So, das muss ich haben. Schon wieder was. Und Öl. Was noch? Stofffetzen. Das ist überhaupt nicht. Sag das keiner. Du brauchst Stofffetzen. Ja, genau. Stimmt. Danke für den Hinweis. Gerne. Wir schmieden das Eisen brauche ich auch noch nebenbei. Ja, da müsste ja eigentlich durchgelaufen sein, ja. Ja, ich habe schon gesehen. Reparaturkit. Das werden wir nochmal ganz dezent herstellen. Dezent herstellen. Weil sowas brauchen wir ja immer. Yes. Hier, ja, oh, eine Rakete habe ich noch. Wo habe ich die gefunden? Naja. Da bin ich nicht zu. Oh, da kommt das Eisen ran. Also das müssen wir nochmal hier, in der neuen Hütte müssen wir das ein bisschen beschriften. Beschriften. Ja, da müssen wir raufschreiben, was da drin ist. Damit da kein Malheur passiert. Ja, du musst ja einfach nur die Reihenfolge merken. Ja, mit Schildern ist schon besser, wenn es mal schnell geht. Und außerdem braucht man ja bei Seven Days nicht zwingend Schilder, weil man kann ja auch eine Waffenkiste machen, wo direkt eine Pistole drauf ist. Da brauchst du kein Schild mehr dran stellen. Da kannst du auch ordentlich was reinlagern in diese Dinger. Ich baue mir die auch immer. Stimmt. Dann, das können wir denn ja auch machen. Ja, dann kannst du ein paar Nägel können wir ja mal anwerfen dann. Ich bin gerade wieder am Eisenfarm. Ja, ich habe irgendwo schon 50, 60, 70 Nägel reingelegt. Ja, du brauchst, glaube ich, 20? 10 brauchst 10, du für 10 einen, so ein Ding. Weil wir können die, glaube ich, gut schon mal vorproduzieren. Vom Umzug. Weil dann können wir die Sachen nämlich gleich umlagern. Ach, hier war das drin, alles klar. Naja, im Moment produziere ich ja diese Piken. Ja. Damit wir das Haus wieder sichern. Genau. Soll ich dann auch nochmal die kleinen Baumstämme machen, damit wir die aufwerten können? Da habe ich 500 im Rucksack und 200 haben wir schon zu Hause. Gut. Hab keinen Schaden, 46. 62. Also da ist unsere Blockschaden. Das Schrotgewehr hat 70 in Blockschaden fast. Unsere Armbrust hat 13. Okay. Ja, im Blockschaden. Also Blockschaden ist ja jetzt nicht so dramatisch, ne? Was ist denn wesentlich? Was ist denn eigentlich wichtiger? Was haben wir denn hier? Wesenschaden? Blockschaden ist ja das, was du am Woodframe zum Beispiel machst. Ach so. Wesenschaden. 46. Ja, das wird Zombie sein, denke ich. Das macht unser Armbrust 62. Und der Raketenwerfer macht so 440. Der schafft. Den hast du jetzt schon gerne, ne? Oh ja, das Teil liebe ich da. Den werde ich auch glatt mal reparieren. Kenne ich ja nix. So, Ausrüstung zusammensetzen, zack. Das muss ich erstmal. Ach, das muss ich auseinanderbauen erstmal. Oh Gott.
Nützt ja nichts. Und das Teil auch. So. So war am Bass. Reparieren. 184. Juhu! Und 75er reparieren. Nein! Mal sehen, was daraus wird. Was, nein? Ich habe gerade einen ganzen Stick Lehm gedroppt, aber wieder aufgesammelt. Gott. Ach, siehste. Gott sei Dank. Gott sei Dank, genau. 73. Zusammensetzen, da. Da. Warte, wo ist das denn abgeblieben? Ist das nun? Alles gut. Die sind alle nur in halben Sätzen sprechen heute. Schlimm ist das, schlimm. So. Raketenwerfer 101. Naja, besser als nix, ne? Hauptsache, ihr habt euer Spielzeug. Auf jeden Fall. Was heißt hier ihr? Genau das, was ich sage. Ich hab keinen Raketenwerfer. Den hat er dir doch gerade gebaut. Nee. Nee? Da fehlen noch ein paar Teile. Ich dachte, du hattest schon einen fertig. Ja, einer ist fertig. Aber den habe ich auch fertig gefunden. Jetzt habe ich noch ein paar Teile gefunden und die habe ich ein bisschen zusammengebaut. So. Werkzeuge fallen. Munition, warum kann ich denn... Warum kannst du was? Munition, warum kann ich denn den Raketenwerfer... Dynamitstange, auch nicht schlecht. Oh, ich sehe schon kommen. Der jagt uns heute Nacht hoch. Raketenstützen. Ach Gott. Ich sehe es schon kommen. Für eine Nacht Rakete brauchen wir 100 Benzinkanister. Ja. Alter. Ja, muss ich schon mal ein bisschen Sprit reinpacken, damit der Ding fliegt. Ja, das stimmt. Kombinieren. Ach so, das kann man auch noch. Aha. Raketenspitzen. Kann man Benzin nicht selber herstellen? Ja, aus Weizen kannst du das brennen. Echt? Aus Weizen? Machst du das aus Leder und Öl? Ich meine, es wäre... Oh, Weizen und Fett, glaube ich, musst du brennen dafür. Bin mir nicht ganz sicher. So, wie geht's uns denn hier? 35 Punkte haben wir frei. Wir brauchen die kleinen Steine, nicht die großen. Schusswaffen. Ich habe noch mal neue Pfeilspitzen angesetzt, damit wir noch ein paar Bolts machen können und Pfeile. Mhm. Setzt du auch noch mal 60 Geschmiedetes an? Ja. Nee, 90. Der Vorschlaghammer, der braucht 30, glaube ich. Streuschuss. 66 laufen, 120 sind noch da. Jo, ich bringe auch gleich wieder neue Teil mit. Ich bin hier gerade eifrig am... Leben war noch genug oder muss ich noch mal richtig holen? Vorne waren noch 3000 eigentlich in der Kiste. Ja, 1000 sind noch im Lager. In der ersten Kiste? Nee, in der Forge. Guck mal in der ersten Kiste, ob da 3000 drin sind. Na. Oh, ja, klar. Ja, dann haben wir das. Dann brauche ich Lehm ja erstmal nicht holen. Dann brauche ich nur Steine kloppen. Zombie! Hallo! Das ist doch mal Luxus hier. 344 Spitzen. Die wollen wir da auch dann mal verbauen. Brauchst du mir auch nochmal welche? Ich habe ja gerade auch verballert. Ja, klar. Ich bin ja nicht so. Das ist aber nett von dir. Ja, ich weiß. Wie viel reichen denn? 50 vielleicht? Was? Nein, war ein Witz.
Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo Federn haben. Nee, wenn ich welche gehabt habe, dann habe ich die rausgelegt. 62 waren da noch, Federn waren... Nee, sieht nicht danach aus. Warte. Hier sind aber auch keine Nester mehr im Umkreis, davon ab. Oder ich nee, so langsam wird es knapp, ne? Ach, hier sind 98, alles klar. Ich hatte ja so viel, die habe ich dir ja alle gegeben. Deswegen bin ich ja jetzt ein bisschen weitergelaufen mit dem Steinfarm. Ja. In der Hoffnung, irgendwo noch Nester zu finden. Federn haben wir hier nicht drin, nein. Herausforderung. Schatzkarte, wie gesagt, hatten wir da irgendwo, ne? Ja, mehrere, glaube ich. Die müssten wir dann auch bei Gelegenheit mal. Ich habe meine, glaube ich, gelesen. So, das craftet jetzt. Und die Zeit ist schon wieder durch. Oh Gott. Schon wieder. Ja, dann. Ja, aber wir haben Tag 13, also morgen ist Tag 14. Das heißt, wir müssen die Bude sichern, damit wir. Ne? Ja, dann würde ich vielleicht sagen, wir beenden jetzt die Folge und kommen dann morgen früh am Ende der Nacht wieder. Das wäre so meine Idee. Genau, machen wir auch so. Ja, dann. Dann sagen wir mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, wenn uns dann so die Horde, die zweite Horde vor der Tür steht. Jawohl. Alter, ich bin gespannt. Und wir noch bauen müssen. Und wir noch bauen müssen, ja. Meine Güte, ich kann da alles nicht mehr verstärken hier. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.